Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ein kleines Andenken geholt. Und zwar diesen Kopf, den wir jetzt hier am Hintern hängen haben. Und den müssen wir jetzt zu unserer geliebten Hexe bringen. Ich habe noch keine Ahnung wie, aber ich denke, das sieht nach einem Weg aus, wo wir durch können. Was, Junge? Aber hier können wir nichts mitmachen, oder? Hier oben mit den Dingern. Interagieren oder irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Okay. Ich dachte, vielleicht kann er noch irgendwas lesen, weil er so komisch da rumsteht. Aber scheint nicht so zu sein. Ach. Ich dachte gerade, da ist einer. Oh je. Bald können wir die Runen auf Muschelängen übersetzen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Was nicht gut ist, welchen Pfeil haben wir jetzt gerade? Ah doch, den blauen, den müssen wir nämlich drin lassen. Dass wir sehr, sehr schwere Gegner mittlerweile haben. Ach so, da können wir natürlich mal eben gucken. Aber ich glaube, wir haben nicht so viel, was wir... Moment, da war doch gerade irgendwas. Da haben wir nicht genug für. Schaden. Das könnten wir noch verbessern. Erhöht die Dauer des anhaltenden Drehangriffs. Das meinen die. Das ist natürlich nicht schlecht, weil ich das ja doch sehr oft benutze. Die Frage ist, benutze ich das auch so, wie er das da jetzt macht? Keine Ahnung. Das ist das mit dem Schildstoß. Halten Sie RB gedrückt, um bis zu 3 Frostschadenwellen aufzuladen. Naja, gut, bis 3 mache ich jetzt eher weniger. Wobei Frost kann denen ja, glaube ich, nichts aushaben, ne? Erhöht die Schwere des Angriffs und verursacht Betäubungsschaden. Achso, das ist Runenangriff? Nee. Hier ist Berührung. Was macht er denn da? Er blockt? Ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht. Leichter Runenangriff. Die benutze ich ja in dem Sinne eigentlich fast nie. Das ist mein Problem. Flächenangriff. Das ist der, den ich schon mal benutzt habe, ohne überhaupt zu wissen, was ich mache. Den habe ich noch nicht benutzt. Der... Ich könnte theoretisch beides machen. Aber das sind jetzt schwere Runenangriffe. Das ist jetzt halt mein Problem, weil ich die nicht so wirklich benutze. Leviathan-Axt kann ich jetzt so nicht verbessern. Dann gucken wir mal eben... ob wir beim Schild irgendwas verbessern können. Vergleich RS. Ja, da steht eigentlich gar nichts wirklich großartig drin. Klauenbogen. Beschwört einen Spektralwolf. Wieso habe ich das noch nicht? Zorn des Wolfs. Der ist hier cool. Wieso habe ich den nicht? Ich kann den verbessern, aber wieso habe ich den nicht ausgerüstet? Moment. Einen zusätzlichen Wolf? Aber ich hatte ihn, glaube ich, vorher nicht. Das ist der Falkenflug. Die sieht auch cool aus. Wobei der... Moment. Runenbetäubung, Schaden. Der macht weniger Schaden. Die machen mehr Schaden. Jetzt ist er auf jeden Fall ausgerüstet. Wieso habe ich den vorher nicht ausgerüstet gehabt? Ich habe keine Ahnung. Okay, dann Rüstung. Können wir die... Wobei die Rüstung... Die Waffe wäre halt wichtig, ne? Das Problem ist, ich benutze diese Runenangriffe ja nie. Frostschaden. Da können wir jetzt nichts mehr verbessern. Frostschaden, na gut, den können wir jetzt im Moment eigentlich nicht benutzen, aber den werden wir jetzt trotzdem mal verbessern. Vielleicht kriege ich es ja irgendwann mal hin, dass ich den benutze. Der ist anscheinend ausgerüstet gerade. Okay, Rüstung, können wir da noch irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Zu den Plätzen. Aus Platz entfernen. Nee. Also ich will mich da jetzt auch nicht so lange mit aufhalten. Ich denke mal, ich hoffe mal, dass das jetzt ganz gut ist.
was wir da jetzt haben. Es wäre nur gut, wenn ich auch was sehe. Es wäre schön, wenn wir jetzt einfach rausspazieren könnten. Kennst du den Weg zum Haus der Hexe noch? Ja, im Wald mit den blutroten Blättern, südlich des Sees. Ich weiß, wo wir hin müssen. Hoffentlich ist sie heil aus Elfheim rausgekommen und kann Mimir zurückholen. Er war nett, bevor du ihm den Kopf abgeschlagen hast. Ja, fand ich auch. Aber gut, er war generell nett. Nicht nur, bis ich ihm den Kopf abgeschlagen habe, ne? Können wir das hier irgendwie benutzen? Ach, das ist so ein Dings, oder? Können wir da direkt... Aber ich guck mal eben... Achso, da geht's nicht weiter. Ist da noch was? Nee. Da können wir direkt mit hinporten oder so. Kann das sein? Wenn er das B annimmt. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie wir da hinkommen. Die Reise. Er meinte was von roten Blättern, aber... Proxladen. Moment. Flusslande? Wildwald. Ist das nicht das, wo die Hexe wohnt, hier hinten irgendwie? Ich hab doch keine Ahnung, Leute. Das sind Minen. Seele aus zweiter Hand. Waren wir da eigentlich schon mal? Müssten wir ja, ne? Also ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, die Reise, dass wir da hingehen. Können wir da hingehen? Wir können da gar nicht hingehen, oder? Hallo? Wo können wir denn dann hingehen? Mystisches Tor. Hierhin können sie noch nicht reisen. Ja, wir sind ja gerade hier. Das kann ich bestätigen. Da kann ich nicht hin. Hier hinten haben wir nichts. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir zur Brücke. Jetzt nur mal spaßeshalber. Das können wir auch nicht. Also können wir sowieso nur zu Brocks Laden gehen. Ich glaube, es gab auch nur ein oder zwei Türen. Sieh dir das an. Das ist ein Ast des Weltenbaums. Junge, komm nicht vom Weg ab. Klar, ja, ich weiß. Unglaublich, dass es Baldur war, der zu uns gekommen ist. Der Asengott Baldur. Und du hast gekämpft und gewonnen. Ja. Einer von Odins Söhnen, Thors Bruder. Und jetzt jagt er uns mit seinen Neffen? Warum geschieht das alles? Frag den Kopf, als er wiederbelebt wird. Mach ich. Weißt du, insgeheim hatte ich gehofft, irgendwo in diesem Berg einen Riesen zu treffen. Sie haben Midgard wohl tatsächlich verlassen, außer der Schlange. Vielleicht die letzte ihrer Art. Bist du auch der letzte deiner Art? Ist es das, worüber du nicht gerne redest? Meiner Art? Ich meine, deiner Familie. Von Mutter und mir, wo du hergekommen bist. Deine Mutter, dein Vater. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Verstehe. Aber das sieht ja schon ziemlich cool aus hier drin, muss ich sagen. Brock! 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 Was? Ich mach gerade eine Pause. Ich schrei dich auch nicht an, wenn du dir gerade die Sackhaare richtest. Lass ihn, Junge. Ach, ihr habt meine Ruhe ohnehin schon gestört, also gesellt euch einfach zu mir. Wir sind nicht hungrig. Gut, ich wollte euch auch nichts anbieten. Wir haben Sindri gesehen. Na dann Glückwunsch. Und ihr habt ihn doch bestimmt auch wieder an meiner Axt herumwursteln lassen, hm? Zeig mal, was er angerichtet hat. Der würde ein gutes Gleichgewicht selbst dann nicht erkennen, wenn es von seinem Schwanz baumeln würde. Ist er denn genug? Bestimmt. Gut. So ist besser.
Was wollt ihr sonst noch von mir? Hm? Ja. Manchmal ist Sindri so in seine Arbeit vertieft, dass er Essen und Trinken vergisst. Und wenn er mal dran denkt, schafft er es nicht, etwas Ordentliches zu kochen. Ich hab wohl den Magen in der Familie abbekommen. Und natürlich den Grips. Er fehlt dir. Was? Dieser Schwachkopf? Was weißt du schon? Ich meine bloß... Hey, erlaubst du mal? Ich muss mich hier konzentrieren. Eigentlich hätte ich nämlich jetzt Pause. Also, Leviathan-Axt und Klauenbogen können wir verbessern. Leviathan-Axt und Klauenbogen. Und für den Knirps? Erhöht den Fallschaden, schaltet neue Klauenbogenfähigkeiten mit Kauf frei. Das ist schon mal gut. Mit Pfeilen. Und Leviathan-Axt können wir noch machen. Darf es sonst noch was sein? Was brauchst du? Muss ich das hier... Nee, ich muss das nicht einstellen. Okay. Nee, Leviathan-Axt ist hier. Frostflamme. Erhöht die Stärke. Das ist schon mal gut. Damit wirst du sicher Spaß haben. Und lass ja nicht zu, dass mein stümperhafter Bruder sie nochmal in die Hände bekommt. So, schade ist, dass man halt immer nur so wenig Stärke erhöhen kann. Was ist mit der Armrüstung? Die würde verbessern. Dann nimm die doch. Das ist Qualitätsmaterial. Bei dem Verschleiß hält es aber vielleicht einen Tag. Hüftrüstung? Ja. Verbessert die Abwehr, aber die Stärke geht richtig runter. Das ist natürlich... Das ist immer so eine Sache. Achso, dafür habe ich nicht genug Ressourcen. Da auch nicht. Brustrüstung würde die Stärke wieder verschlechtern. Oh, Moment. Das würde verbessern. Das hört sich gut an. Sicher ist ein gewinnendes Lächeln die beste Rüstung. Aber wozu Risiken haben wir? Klauenküche... Bogen, Leviathan, zack. Auferstehungssteine. Brauchen wir die? ein magischer... Moment, übertragender Aufstehen. Mit einer großen Menge an Gesundheit wiederbelebt. Drücken Sie X, wenn Kratos stirbt, damit Atreus ihn wieder ins Leben holen kann. Er kann jeweils nur einen Auferstehungsstein tragen. Wo ist jetzt der... Achso, mit einer großen Menge an Gesundheit. Ah, okay. Verwenden oder verkaufen Sie einen jetzigen Stein, um einen neuen kaufen zu können? Ja, nee, dann lassen wir das mal. Ich habe ja anscheinend schon einen drin. Das ist verkaufen. Verlorene Gegenstände, was, wie? Halten, alles nehmen. Okay. Seit wann haben wir denn was verloren? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Immer wieder gern. Und jetzt raus hier. Ja, das wäre jetzt auch mein Vorschlag, dass wir jetzt gehen. Aber nicht dadurch. Moment, dadurch sind wir, glaube ich, weitergegangen. Also müssten wir dadurch theoretisch zurückgehen, oder? Ich habe absolut keine Ahnung. Junge, wie gelangen wir zurück zur Hexe? Erst müssen wir ein Boot finden. Okay, ein Boot. Das ist schon mal gut. Oder auch nicht. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt hier ein Boot haben. Aber normalerweise... Oh, wir gehen wohl noch nicht zurück zur Hexe. Doch. Ich will doch ein Boot finden, du Trottel. Ein Boot finden, ein Boot finden. Wie kann ich denn ein Boot finden, wenn ich nicht da hinten runtergehen darf? Achso, Moment. Hier kann man... Warum zur Hölle liegen hier Fische drauf? Ich frag besser gar nicht erst. Ja, ich weiß, das hat bestimmt irgendwas damit zu tun, dass wir das Ganze mal bewegt haben. Ah, da ist ein Boot. Ein Boot, ein Boot. Ich hoffe, da steht jetzt keiner, der mir was Böses will. Hier steht keiner. Sehr schön. So, Kleiner. Und jetzt? Wie also, kommen wir Junge, jetzt geht es nun weiter zum Haus der Hexe. Genau. Da lang. Hinter die große Torstatue. Was ist denn die große Torstatue? Die hier, oder? Der hat zumindest einen Hammer in der Hand. Ich nehme mal an, hier rein. Kann man eigentlich irgendwas damit machen? Ich wünschte, Mutter könnte bei uns sein. Sie konnte kämpfen. Stimmt's? Ja, sie kämpfte.
Wundervoll. Hier? Ah. Wie komme ich jetzt hier weiter, Kleiner? Sagst du mir das auch mal? Können wir hier durch? Nö. Hallo? Mussten wir das vielleicht vorher nach oben setzen oder so? Er hat nur gesagt, dass ich hier hin soll. Er hat nicht gesagt, dass ich was machen soll. Oh, ist das euer Ernst jetzt? Die Platte muss wahrscheinlich erst runter, ne? Die Frage ist, kriegen wir die Platte? Huch, da hinten ist noch die Riesenschlange. Falls ihr euch da noch dran erinnern könnt, irgendwie scheint die uns gerade nicht so zu mögen, glaube ich. Sie fixiert uns ein bisschen komisch. Ja, aber das ist seltsam. Wir müssen das doch erstmal runter machen. Hey, kennst du vielleicht ein paar schöne Geschichten? Was für Geschichten? Ich weiß nicht. Mutter wusste immer eine Geschichte. Hat dir als Kind niemand welche erzählt? Ich kannte mal einen Mann vor langer Zeit. Seine Geschichten waren kurz und zweckdienlich. Klingt nach Spaß. Weißt du noch eine? Da gab es eine über einen Hasen und eine Schildkröte. Schluss jetzt. Ich erzähle sie später fertig. Klar. Wieso? Erzähl sie doch jetzt fertig. Kannst du doch nebenbei machen. Wie kriegt man das Ding jetzt nochmal runter? Oh Gott, das ist so lange her, dass wir hiermit angefangen haben. Das war doch hier in der Mitte oder so irgendwo, oder? War das an diesem Ding da? Ich habe alles wieder vergessen, oh mein Gott. Das kann man gar nicht mehr benutzen, kann das sein? Hallo? Das ist nicht gut, weil dann weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich machen soll. Es ist ein Rätsel. Mit Rätseln habe ich es heute nicht so. Weil mein Kopf gerade etwas Matsche ist und ich gerade total verwirrt bin, was wir eigentlich gemacht haben. Also ich weiß, wir haben das Ganze mal runtergesetzt. Oder hochgesetzt. Oder haben wir jetzt nur die Klappen hier aufgemacht. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas haben wir auf jeden Fall gemacht. Und dann konnten wir die Boote benutzen. Das Problem ist, wenn wir jetzt das Boot benutzen und nach hinten fahren, unterwegs können wir auch nichts machen. Also können wir jetzt auch nicht die Axt irgendwie schleudern. Hier kann ich nichts machen. Ich bin gerade mittelmäßig verwirrt, das gebe ich jetzt zu. Ihr sitzt wahrscheinlich jetzt vorm Rechner, beziehungsweise, ja, vorm Rechner wahrscheinlich, um das zu gucken und denkt euch, ist die doof, das war doch ganz einfach, du musst doch dies und das machen. Warte mal, hier unten gibt es noch was. Ach, oder, nee, hier konnte man aber nicht hoch und runter machen, oder? Das musste ich verschieben. Das weiß ich noch. Oder habe ich das nicht? Doch, das hier habe ich, glaube ich, verschoben. Okay, da geht es auf jeden Fall nicht weiter. Ja, und wir haben wieder die übliche Situation. Kleine Gameplayerin sitzt total auf dem Schlauch. Die nachfolgenden Sendungen könnten sich um etwa 20 Stunden verschieben. Weil wir zu blöd sind, das zu machen, was wir machen sollen. Das ist mal eine Statue. Wer hat sie gebaut? Ich weiß es nicht. Da hinten können wir auch nichts machen, oder? Welche Geschichte wolltest du erzählen? Da gab es eine über einen Hasen und eine Schildkröte. Wie beim Haus der Hexe? Eher nicht. Und wie geht die? Die beiden veranstalteten ein Wettrennen. Der Hase ist sich seines Sieges so sicher und dumm. Die Schildkröte standhaft und diszipliniert. Die Schildkröte siegt. Du hast noch nicht oft Geschichten erzählt, oder? Hab ich mir auch gerade gedacht. Okay, also hier ist so nichts zum Anlegen, nehme ich mal an. Das Problem ist...
Was sollen wir da machen? Wir kommen da ja nicht hoch. Kann der da... Nee. Also von hier unten kann er auf jeden Fall auch nicht drauf schießen. Ich wollte nur eigentlich gerne die Folge beenden, wenn ich bei der Hexe bin. Aber irgendwie gestaltet sich das doch als etwas schwieriger, als ich es mir jetzt gerade vorgestellt habe. Damit ihr jetzt nicht meine totale Verzweiflung hier mitbekommt die ganze Zeit. Und damit ihr nicht stundenlang hier darauf warten müsst, dass ich mal irgendwas gebacken kriege. Oder herausfinde, wie wir jetzt hier weiterkommen, würde ich sagen, dass ich hier mal einen kleinen Cut mache und dass ich jetzt, weiß ich nicht, mit dem Schiff mal ein bisschen in der Gegend herumfahre, gucken kann, ob ich irgendwo was rund, also ob wir vielleicht an einer anderen Stelle anlegen müssen oder so, ob wir irgendwas runter machen müssen, was ich jetzt nicht mehr so im Kopf habe. Wie gesagt, wir haben das Ganze ja bewegt, aber wir können es anscheinend auch nicht mehr zurückbewegen. Ja, ich lasse einfach mal das Video soweit mitlaufen, während ich das mache und dann schneide ich das einfach so zusammen, dass wir die Lösung gleich sehen werden. Bis gleich. Kennst du noch mehr kurze, zweckdienliche Geschichten? Na schön, da war einmal ein Pferd. Das Pferd wollte sich an seinem Feind rächen, einem Hirsch. Doch es konnte ihn nicht allein töten. Das Pferd traf einen Jäger und sie schlossen einen Pakt. Es ließ sich Zaumzeug anlegen und erlaubte dem Mann auf seinem Rücken zu reiten. Gemeinsam töteten sie den Hirsch und das Pferd bekam seinen Sieg. Doch der Jäger ließ das Pferd nicht frei und machte es zu seinem Sklaven. Also kostete seine Rache es die Freiheit. Hoffentlich war es das wert. War es nicht. Moment, was ist das? Kann man da durch? Ne, das ist nur schwarz, oder? Oh nein, oder? Oh. Ja, wir sind nun wieder zurück. Oh, ich kann nicht mehr fahren. Und ich glaube, wir haben den Weg gefunden. Ich Idiot. Ich habe natürlich nicht daran gedacht, dass wir dahinter irgendwo rein könnten. Ich habe es echt nicht gesehen. Ich habe es erst gemerkt, als ich gedacht habe, wir können vielleicht noch irgendwo anders rangehen. Dann habe ich gedacht, da ist so ein komischer schwarzer Schatten. Ist das eine Höhle? Beim näher ranfahren dachte ich, nee, ist doch keine Höhle. Aber gut, dass ich doch bis zum Ende rangefahren bin. Weil ich glaube, das ist der richtige Weg. Wir sind nämlich zu dem Zeitpunkt damals auch, meine ich zumindest, hier durchgefahren. Sollen wir hier anlegen? Oh, das ist nicht schlecht. Ich schätze mal, da kriegen wir irgendwas, oder? Können wir hier? Ja, wir können hier anlegen. Dann machen wir das doch mal kurz. Hä? Das Wasser ist gesunken. Als die Schlange aufgetaucht ist. Klar, das wusste ich. Na, na, na? Da hinten ist was? Ach, hier ist... Ah, okay. Hier können wir hoch. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Scheiße. Ich weiß, sie ist sehr mächtig. Aber glaubst du, sie kann einen Kopf zum Leben erwecken? Ich glaube, sie versteht ihr Handwerk. Und wir haben nichts zu verlieren. Wenn sie den Kopf nicht erwecken kann, können wir ihn dann behalten? Nein. Aber du kannst ihn an die Fische verfüttern. Klingt gut. Oh, nett. Sagt er auch noch klingt gut. Okay. Da kommen wir nicht hoch. Hm? Achso. Eieiei, wo sind wir? Die Tür weg. Die Schildkröte der Hexe ist wohl aufgestanden. Wie kommen wir also wieder rauf? Ach, wir sollten hier rum? Ich dachte, ich habe jetzt hier gerade so ein super tolles Geheimnis entdeckt. Such weiter. Mach dich bereit, Junge. Oh, nicht die schon wieder. Ich hau ihn um.
Der war cool. Ja, ich sehe nichts. Es wäre schön, wenn man mal den Blick irgendwie ändern könnte. Du musst aber so weit sein, Kleiner. Die ist nämlich zu schnell für mich. Ja, ich weiß. Ach so. Lauf, lauf, lauf. Verletz ihn nochmal. Ich war nämlich selber noch nicht so weit. Wer ist hinüber? Ja. Ist er. Okay. Wir haben können, alle erledigt. Können wir uns jetzt hier erstmal eben in Ruhe umschauen, bitte? Da sind wir hergekommen. Das haben wir geöffnet. Und da hieß es jetzt, glaube ich, gerade, dass das irgendwie verschlossen ist. Was ist denn hiermit? Mit dem Ding? Können wir da irgendwie drauf schießen? Nee. Das hier ist verschlossen. Tut mir leid, aber ich muss mal eben die ganzen Sachen hier kaputt machen. Kann ich hier durch? Ja. Die machen wir trotzdem kaputt. So. Was ist hiermit? Da müssten wir doch bestimmt irgendwas mitmachen. Ist der nicht schwer? Doch. Ist offenbar nicht schwer. So, ich weiß nicht genau warum, aber wir schieben den jetzt einfach mal da durch. Oder haben wir den rausgeschoben? Blockieren wir uns jetzt gerade den Weg, oder? Ah! Leute, sagt mir das doch vorher. Atreus, komm her. Komme schon, komme schon. Ah, Masken gefunden, sehr schön. Warum soll er herkommen? Kleiner, kannst du mir helfen? Oh, Moment. Kann man da irgendwas? Ah, okay. Versuchen wir es darüber. Aber ich glaube, damit kriegt man nur das für die Runen hin. Da muss ich mir eins holen. Ah, verstehe. Kriegen wir das so hin? Jetzt. Lass mal die Pfeile ändern. Zack. So, das können wir noch nicht machen. Runen sehe ich jetzt allerdings auch gerade keine. Okay, der wird es wohl nicht mehr brauchen. Eieiei, ich wollte so einen schönen Cut machen, wenn wir bei der Hexe sind. Und was ist? Es dauert, bis wir dort angekommen sind. Jetzt haben wir hier nochmal ein riesen Gebiet, wo wir was machen können. Junge,
Hä? Ach so. Hey, noch eine Schatzkarte. Ach, das ist... Ach so. Okay, stehe. Schildkrötenbrut. Sehr schön. Was können wir hier mitmachen? Ziemlich gut verschlossen. Können wir gar nichts mehr machen. Okay. Hatten wir das? Das hat man noch nicht geöffnet. Okay, wenigstens kam da jetzt gerade keiner rausgestürmt. Ja, ich würde normalerweise sagen, da das jetzt aussieht, als ob das tatsächlich noch eine größere Sache sein wird und wir jetzt schon eine halbe Stunde hinter uns gebracht haben in dieser Folge, dass ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut mache und dass wir dann den Rest des Weges zur Hexe in der nächsten Folge sehen werden. Bis dann. Ciao.